Es mag überraschen, dass der Tunnelbau im Mittelgebirge mit wenig Berg über dem Kopf erheblich schwieriger und gefahrvoller ist als im Hochgebirge im gewachsenen Fels und mit hunderten von Metern Fels über dem Stollen. Die flachen Hänge erfordern lange und tiefe Einschnitte, um für den Tunnel genügend Berg für seinen Anfang zu finden. Tief durch die Schichten getriebene Verankerungen nageln die Hänge fest. Und auch den Hang über dem Stolleneingang stützen riesige Baumstämme. Jede Bewegung des Bodens birgt Gefahr. Als ständen sie dieser Gefahr Auge in Auge, als sei es ein Kampf gegen den Berg, so gehen die Männer ihn an, um für sich und ihre Arbeit Schutz zu schaffen. Bis zu 9 Meter am Tag ringen sie dem Gestein für den unterirdischen Schienenweg ab. Von beiden Seiten bringen sie vor. Schwere körperliche Arbeit, obwohl kräftige Spezialmaschinen die Hauptlast übernehmen. Bohren, stemmen und sprengen. Gestein räumen und abfahren. Sichern des Stollens mit Holzausbau und Stahl. Wieder bohren, stemmen und sprengen. Gestein räumen, sichern. Immer wieder der gleiche Ablauf. Ein strenger Rhythmus. Durch den Sommer und Winter und wieder in den Sommer hinein. Und dann durchbricht die letzte Sprengung die nur noch wenige Meter starke Gesteinswand. Auf den Zentimeter genau trifft man sich mitten im Berg. Für eine kurze Stunde unterbricht dieser besondere und freudige Anlass, der gelungene Durchbruch, die Arbeit. Doch das ist nur ein kurzes Rasten. Jetzt gilt es, den Sohlstollen mit dem darüber liegenden, inzwischen vorangetriebenen Firststollen zum Vollausbruch des Tunnelprofils zu vereinigen. Zunächst ein starkes Stützgewölbe aus Beton. Darauf die Isolierung aus Bitumen und Kupferfolie gegen Wassereinbruch aus dem Berg. Dann das Betonieren des Traggewölbes. Dieser Ausbau sichert den Tunnel für immer.
Dort, wo die Tunnel ins Freie treten, an den Tunneleinschnitten, ist gegen die Bewegung der Hänge je nach Geländeart ein besonderer Ausbau der Tunnelportale nötig. Die Tunnelröhre ist auch hier so weit zur Brücke vorgezogen, um die in einer flachen Kurve abgehende Straße zu tragen. Und nachdem die Tunnel und Brücken fertiggestellt sind, wird mit dem Legen des neuen Schienenstranges begonnen. Er bleibt in seiner neuen Linienführung als zuverlässiger Weg der Landschaft mit ihrer neuen Struktur erhalten.